so ist der Unterschied. Ne? Vorhin waren wir noch in Marrakesch, hektische Großstadt. Nichts für schwache Nerven, dort Auto zu fahren. Jede Lücke wird ausgenutzt, alle kreuz und quer, die Fußgänger und die Mopedfahrer. Und selbst wenn man denkt, da passt keine Zeitung mehr dazwischen, ein Moped quetscht sich immer noch durch. Ja, und wenn man sich dann noch verfährt und plötzlich mitten in der Stadt in engen Gassen endet, ne, so wie mir das passiert ist. Ja, und hier fahre ich jetzt über Land, da bin ich alleine auf der Straße. Wie heißt jetzt das, wo ich da hinfahre? El Kella oder El Kala, irgend so, ich konnte es jetzt nicht richtig lesen. Aber es dauert jetzt noch ein paar Stunden, bis wir wieder zu Hause sind. Schöner Tagesausflug gewesen. In Marrakesch gibt es viel zu sehen, ja klar. Aber es ist halt eine Touristenfalle, also kaufen brauchst du da nichts, weil es kostet alles dreimal so viel wie normal. Ja, ich habe natürlich schon ein Souvenir mitgenommen, weil das gehört irgendwie dazu. Irgendwas muss man mitnehmen, aber man muss halt in Maßen bleiben, weil sonst hat man gleich kein Geld mehr in der Urlaubskasse, weil na, billig ist das da nicht. Ja, die haben auch keine andere Einnahmequelle dort außer den Touristen. Und ja, da waren 35 Grad. Das sind ja die Wintertemperaturen in Marrakesch. Da brauchen wir nicht frieren. Und jetzt fahren wir hier, jetzt ist nachmittags um 3, es sind immer noch 30 Grad. Wenn ich jetzt denke, wie es in Deutschland aussieht, wahrscheinlich minus 10 Grad oder so. Und alle frieren und bibbern, weil die Regierung ja sagt, ihr dürft nicht heizen, das Gas abgedreht hat. Und waschen dürft ihr euch nur mit dem Waschlappen am Waschbecken mit kaltem Wasser. Ja, wir gehen jetzt dann ins türkische Bad mit Sauna und Massage und allem drum und dran, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber lässt sich schon gut gehen. Das ist jetzt mein Winterquartier. Da kann ich mich dran gewöhnen. Wenn es bei uns im Sommer 35 Grad hat, dann schreien alle Weltuntergang und hier ist das die Wintertemperatur. Und die Einheimischen, die tragen tatsächlich lange Hosen und lange Hemden, weil für die ist das kalt. Wenn ich mir die Seele rausschwitze, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll. Aber lieber gut geschwitzt als zu Hause erfroren. Ne? Ja, und das geht jetzt hier noch eine Weile so dahin. Ich hätte jetzt natürlich auch die Autobahn nehmen können, das wäre ein Umweg gewesen. Und ich will aber nicht die Autobahn, ich will die Landschaft sehen. Und naja, offiziell erlaubt sind ja auf Landstraßen hier 80, jetzt fahre ich 90. Hier geht es, hier ist es übersichtlich. Aber an manchen Straßen, das sind wirklich Löcher, da kann man dann nur 60 fahren. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Genauso wie da im Stadtverkehr in Marrakesch. Da scheint es keine Verkehrsregeln zu geben. Jeder schneidet jeden, jede Lücke wird ausgenutzt. Da braucht man starke Nerven. Und da muss man zusehen, dass man irgendwie mitschwimmt. Oh, ich habe mich da schnell dran gewöhnt.
darf halt nur nicht. Also wer Angst um sein heiliges Blechle hat, der bleibt da besser zu Hause, der kommt nicht mit dem Auto hierher. Und wer auf sein Vorfahrtsrecht und seine Paragraphen besteht, der kann auch zu Hause bleiben. Weil Vorfahrt hat, wer als erster losfährt. Man muss halt ein bisschen mit den anderen aufpassen, weil da denkt jeder nur ans eigene Vorankommen. Und ob du jetzt deinem Weg bist oder nicht, da hast du halt Pech gehabt. Ne? Du musst schon auf die Leute aufpassen. Und nachts würde ich hier keinem empfehlen zu fahren, weil unbeleuchtete Pferde und Eselskarren und schwarz gekleidete Fußgänger und unbeleuchtete Mopeds und Radfahrer, ja, das stresst schon. Und dann siehst du die Schlaglöcher sehr spät. Ja, und hier, das ist jetzt ein typisches Dorf hier, so wie es früher war, alles gemäuert um Gehöfte, ummauert, ummauert. Ja, Autos gibt es ja auch, klar. Telefon hat auch jeder. Brauchst du gar nicht denken. Ich war neulich bei einem Bauern. Das war auch so ein Dorf. Und da haben wir Gemüse gekauft und der hat aber auch Internet und WhatsApp und das kennt er alles. Das ist teilweise sogar besser als in Deutschland, ne? Die Versorgung, da vorne steht auch wieder so ein Mast. Das Problem ist nur, dass ich mit meinem deutschen Vertrag hier nicht, ich könnte natürlich jetzt das Roaming aktivieren, aber ach, das kostet dann einen Haufen Geld und das muss nicht sein, das brauche ich auch nicht. Ich muss hier nicht erreichbar sein. Und zu Hause habe ich ja dann WLAN im Haus, also wenn ich bin, da kann ich dann trotzdem ins Internet. Und jetzt, wenn ich hier fahre, will ich von niemandem belästigt werden, hab mal Ruhe. Während dem Fahren gehe ich ja, wenn ich in Deutschland bin, nicht ans Telefon. Ich bin nicht so einer, der immer erreichbar sein muss. Nee, ich kann es mir erlauben, nicht erreichbar zu sein. Und was dann persönliche Anwesenheit erfordert, da habe ich dann die Leute dafür, die das machen. Aber gut, das war jetzt eigentlich schon, mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.